Mag ich nicht, da singt eine Frau. Ja, nein, nicht. Hä? Das nicht? Ist Gerard Way, das ist ein Mann. Ach so. Oh, ekelhaft. Oh, dieser Ausschlag hier bedeutet erstens, dass ich dringend meine Geschlechtskrankheiten abchecken sollte und dass unbedingt wir aufnehmen. Guck mal, da ist Ausschlag im Programm. Oh nein. Wundervoll. Hallo Leute. Wir sind Brennpunkt Internet, Robert Serafo und... Dortino. Dortino. Passend, schön ostdeutsch vorgetragen. So ist es. Passend zur Thüringenwahl. Es ist viel passiert die Woche. Es ist so viel passiert und wir berichten natürlich darüber, wie ihr das so gerne habt da draußen am Empfangsbolzen. Wundervoll. Es war Landtagswahl in Thüringen. Ja. Aber bevor wir dazu kommen und natürlich auch auspacken, was sonst noch das Internet bewegt hat diese letzte Woche. Wow, war da wieder einiges. Mhm. Tino, wie geht's dir denn eigentlich? Ach, danke für die Frage. Es geht mir inzwischen wieder großartig. Ich war ein bisschen krank, aber nur so 2-3 Tage. Und ich hatte eine neue Therapie erfunden. Mhm. Und zwar früher, als ich merkte, ich werde krank, habe ich mich ins Bett gelegt und lag dann so eine Woche lang flach. Mhm. Jetzt war es so, ich hatte Halskratzen, hab dann trotzdem gearbeitet, lag dann einen Tag erstmal zu Hause, dann war ich wieder arbeiten, dann war ich gesund. Ah, das ist quasi das Powernapping, wenn es um Kranksein geht, also das Power-Gesundwerding. Quasi. Und heute bin ich wieder topfit quasi. Ich bin noch ein bisschen müde so, aber das bin ich ja immer. Aber ansonsten ist es jetzt die neue Therapie. Also nicht krank schreiben lassen, wenn ihr krank seid, liebe Leute. Nein, für die Wirtschaft, für den Kapitalismus. Ja. Geht weiter fleißig arbeiten. Nehmt euch einen freien Tag in der Woche, um das mal Power auszukurieren. Power-Genesing. Power-Genesing, sagen wir jetzt dazu. Und dann bist du wieder topfit. Mhm. Wie geht's dir, Robin? Ja, also ich habe bis vor einer halben Stunde geschlafen. Das ist insofern interessant, dass es 14:15 ist mittlerweile. Übrigens, Leute, die 14:15 nicht verstehen, ne? Ja, ganz schlimm. Weißt du, die verstehen zwar halb, aber Viertel und Dreiviertel raffen die nicht. Also da muss irgendwie so ein ganz kleines bisschen IQ muss da fehlen, meiner Meinung nach. Es ist doch klar, 14:15, 14:30, 14:45, 14:50. Ja. Voll easy und nicht 8:45 und... 15:45, was ist denn das für ein Käse? 3 mal Halbmond durch Pi hoch 10. Schlimm, Leute. Weißt du, echt. Lest mal ein Buch oder so. Dumme Wessis. Meine Fresse, ey. Aber merkst du das auch von dir, wenn du lange Zeit nicht gelesen hast, dass deine Eloquenz so ein bisschen nachlässt? Nee, das kenne ich gar nicht. Nee. Also ich bin immer auf der Höhe der Wortwahl. Oh, apropos Wahl. Ja. Ja, Tino, es war Landtagswahl. Wir haben ja letzte Woche da so ein bisschen spekuliert. Ja, also vielleicht habe ich es nicht ganz akkurat getroffen, aber vielleicht habe ich hier und da auch nicht ganz ernst. Oder vielleicht habe ich mein Wunschdenken einfließen lassen. Und bei der AfD habe ich mich vielleicht hart vertan, weil vielleicht wirklich früh 8 war. Und ich hatte wirklich irgendwie, ich wusste ja AfD im Osten und so, ne? Mhm. Aber ich habe in dem Fall irgendwie nicht gedacht, ja, Thüringen ist ja auch Osten. Ja, haben wir ganz vergessen, ja. Ja, nee, weil guck doch mal, wie schön das hier ist. Ja, so viele Ausländer. Hier sieht es gar nicht nach Sachsen aus. Nee, überhaupt nicht. Deswegen. Aber es ist ja auch unfair, ich bin ja auch ein Spitzenpolitiker, ja, ich bin ja auch in dem Game voll drin. Ja. Und du bist dafür im Game voll drin, so, und da könnte ich jetzt nicht sagen, oh, Modern Warfare ist jetzt ein... Warfare. Keine Ahnung, ist jetzt ein... Eine 9 von 100, keine Ahnung. Und da hast du halt viel mehr Ahnung als ich. Ja, und in vielen anderen das ist ja auch viel wichtiger. Eben. Und wir können ja mal ganz kurz auflösen, was wir so getippt haben. Ja. Ich habe mir hier eine Tabelle gemacht. Können wir bei der FDP anfangen? Da war ich nämlich besser als du. Ich glaube als einziges. Ich habe hier so ein schönes Sandwich. Ich habe 3-mal recht, dann hast du 1-mal recht, dann habe ich wieder 3-mal recht. Ah, okay. Und zwar CDU. Ja. Mhm. Da hast du gesagt 23. Ich sagte 21. Ja. Und raus kam 21,8. Also ich hätte da sehr genau getippt. Also da war ich krass optimistisch für die CDU. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hart absacken. Mhm. War auch eine kleine Überraschung. Ja, aber ich habe mir auch keine Wahlprognosen vorher angeschaut oder so, weißt du? Naja, ich nur ein bisschen. Aha. So nebenbei. Aber die Prognosen waren ja auch nicht so richtig akkurat tatsächlich dieses Mal. Die waren wieder sehr auseinander. Ja, AfD doch auch, oder? Der wurde ja vorher schon fast 25 oder so, glaube ich. Ja, glaube ich, hatten die nicht mehr? Ich habe was von 25 im Nachhinein gehört. Jedenfalls waren die nicht ganz akkurat. Ja. SPD hast du gesagt 12, ich habe 11 gesagt und die SPD hat 8,2, also drunter quasi. Ist schon hart, da haben wir, ne, beide schon hart verkackt, aber ich war näher dran, weil es ja ein bisschen tiefer ist. SPD hat es verdient, also ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr kriegen aufgrund
des Bündnisses Rot-Rot-Grün, was jetzt nicht mehr möglich ist. Ich habe mir im Nachhinein auch so ein, zwei Runden auch angeschaut. Es gab dann zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwas. Da gab es eine Runde, wo dann jeder Spitzenkandidat da stand. Ja. Mit Höcke und Tiefensee und Moring und alles so. Das habe ich mir zum Beispiel angeschaut. Und da muss ich sagen, der Wolfgang Tiefensee, der war immerhin einer, der nicht ganz so die Plattitüden rausgehauen. Mhm. Also das war bei ihm ein bisschen konkreter. Wenn Mike Moring zum Beispiel, der war immer so, ja, da müssen wir besser werden. Dieses. Und irgendwie nichts Konkretes. Und da fand ich den auch ganz okay. Also diese Runde war generell nicht sehr sympathisch für mich. Mhm. Aber doch, der Bodo, der ist schon ganz ordentlich. Ja, der ist ja schon in Ordnung, ja. Aber sonst allgemein war da jetzt nicht so viel. Und ich habe jetzt auch noch ein bisschen mich mit Höcke nochmal beschäftigt. Oh. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch voreingenommen, aber wenn ich den so ansehe, der hat irgendwie so wirklich was Diabolisches an sich. Jetzt rein, ich versuche das auszuklammern, was da alles politisch so dranhängt, aber allein wie er aussieht und wie er guckt und wie er irgendwie seine Mimik verwendet, das ist so ein bisschen, weiß nicht, so gruselig, ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen serienmördermäßig. Sogar die ausländischen Medien berichten vom neuen Hitler, wenn sie ja, über ihn schreiben. Ja. Doch, es ist erschreckend. Also man kann nicht nur behaupten, die deutschen Medien seien gelenkt. Dann müssten ja alle gelenkt sein, wenn in USA, Großbritannien alle schreiben vom deutschen Hitler. Ja, aber die kriegen ja vielleicht auch mit, was wir so machen und dass Höcke nicht der beliebteste ist. Also schon, aber dann auch wiederum nicht. Ja. Und davon sind sie vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Aber ich glaube, es ist einfach, seine Augenfarbe ist ja nicht die häufigste so. Es ist so ein ganz stechendes, helles Blau. Mhm. Und es ist einfach ein bisschen, der hat auch dazu immer so ganz kleine Pupillen. Und ich glaube, das macht einfach schon so ein bisschen. Der hat was Arisches, ne? ja. So ein bisschen. Und da habe ich Angst vor, weil ich weiß, dass die sind ja Herrenrasse und die machen mich kaputt. Obwohl ich ja auch. Ich habe auch ein bisschen blaue Augen und ein bisschen helles Haar, ja. Augen, also ja. Bitte, ne? Ich will jetzt hier vielleicht nicht so ein Duzen, ja, das ist so ein Blondschopf. Aber ich bin schon, also, ne? So Herrenrasse bin ich gut dabei. Bist nah dran zumindest. Ja. Auch viel Testosteron und so. Ja, das bin ich. Wir hatten noch die Linke. Da hast du gesagt 24, ich 26 und rauskamen 31. Also das war richtig krass. Ich habe echt mehr erwartet bei den Grünen, weil der Hype war ja schon da und irgendwie nicht. Also hier zumindest in Thüringen. Nee, die Grünen haben echt nur gar nichts. Da hast du gesagt 16. Also was ich meine, ist, dass von den Linken viele zu den Grünen vielleicht abwandern. Ach so, ja. Deswegen nee, ich war da, nicht so, ne? Ja. Tatsächlich nicht. Deswegen habe ich bei den Linken halt auch ein bisschen runtergegangen. Aber nee, das war ja gar nicht. Im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen haben die sogar verloren, die Grünen irgendwie. Aber auch nur 0,2 Prozentpunkte. Du hast gesagt 16, ich 14 und die Wahrheit waren 5,2. Ja. Es gab sogar kurz Prognosen, wo es hieß, die Grünen wären draußen aus dem Landtag. Da dachte ich, oh mein Gott, das wäre richtig abgefahren. Aber sie haben es geschafft und es wackelt auch nicht mehr. Für wen es aber wackelt, ist die FDP. Ja. Uiuiuiui. War das nicht mal was mit 4 Stimmen oder so? Haben die es gerade geschafft? Es waren erst 5 Stimmen. Da gab es eine Neuauszählung, wo einer von die Partei bemerkte, dass in seinem Wahllokal es keine Die Partei-Stimme gab, obwohl er ja gewählt hat. Okay. Da wurde neu ausgezählt. Dann kam raus, dass wohl ein böser Wahlhelfer angeblich die Stimmen hat verschwinden lassen und die der FDP zugeschrieben hat. Oha. Steht gerade im Raum der Verdacht. Und so hat die FDP 4 Stimmen verloren. Was heißt, dass ohne Scheiß, laut aktuellem Stand, die FDP dank einer Stimme im Landtag ist. Hart. Dank einer fucking Stimme. Da sagen immer alle, ja, eine Stimme macht nichts. Doch, ja. Wenn der eine Pups-Typ da, der eine Juppie, an dem Morgen nicht aufgestanden wäre, würde es uns allen besser gehen. Eben. Und auch unsere Prognosen waren so. Du hast gesagt, 4%, die sind raus. Ja. Ich habe gesagt, doch, 7%, der Lindner-Effekt stellt sich ein. Die Mitte ist der Fall, 5%. Ja, die Punkt. Na, die Mitte, Punkt, also da müssen wir schon ehrlich sagen, da war ich Punkt, viel näher dran, da war ich 100% näher dran. Absolut, also den Punkt hast auf jeden Fall du. Aber es ist so knapp wird und es ist nur 1%, eine Stimme ist, nicht mal 1%, eine Stimme, das gab es noch nicht in der Politik. Das ist echt hart. Was es auch nicht noch nicht gedacht gab, und das sind die tatsächlichen Zahlen, über die wir auch reden müssen, die AfD war eigentlich der größte Gewinner an dieser Wahl. Aber auch der größte Verlierer, denn ich habe gelesen, dass von keiner Partei so viele Wähler gestorben sind. Oh. Von der letzten Wahl. Irgendwie 1000 sind gestorben. Von der letzten Landtagswahl. Ach, weil sie alt sind, oder? Nee. Weil sie war ja auch weil sie liquidiert worden sind. Ach so.
Okay, ja, unter den unter 25-Jährigen war die AfD auch die beliebteste Partei, ich glaube mit 23%. Bei allen Altersgruppen außer über 60. Ja. Komischerweise. Und sie haben im Vergleich zur letzten Wahl sehr, sehr, sehr viel dazu gewonnen. Mhm. So. Sie sind die klaren Sieger. Da hast du gesagt 10%. Das sind ja Messi-Verhältnisse, ja? Oder Bayern-Verhältnisse. Ja. Dottino hat gesagt 26. Ich hätte es ja nochmal zurücknehmen können. Ja, hätte. Aber weißt du, ich habe ja gesagt, ey, da wirst du dich richtig ärgern, wenn ich recht habe. Ja, total. Und es waren dann 23,4, also weniger, als ich gedacht habe. Aber ich war ein bisschen näher dran, aber es ist genug für die AfD. Ist nicht jetzt die Zeit gekommen, Tino, dieser Partei beizutreten? Du bist doch bestimmt jetzt wie so ein FC Bayern-Fan oder so ein Erfolgsfan. Die AfD gerade im Aufwind, ja. Die Partei zum Beispiel war ja auch die letzten Jahre gut dabei. Da bist du beigetreten. Jetzt die AfD im Vormarsch, dann musst du doch eigentlich wechseln, oder? Ich bin bei die Partei eingetreten, als der Hype noch nicht da war. Der Hype kam 2014 durch die EU-Wahl und ich bin eingetreten 2012. Also scheiß ich bin Hipster. Ich bin noch Mitgliedsnummer 10.900 irgendwas, 942. Inzwischen haben wir 40.000, also ich bin schon lange dabei, ich bin ein alter Hase. Und da habe ich ganz genau gestimmt, und zwar hast du gesagt 2%. Ich habe es euch gegönnt. Danke, ich mir auch, aber ich habe gesagt 1,2 und die Realität waren 1,1. Hm. Da war ich sehr nah dran, weil ich meine Partei eben kenne. Und so muss man sagen, also ja, ich war ein bisschen näher dran als du in manchen Dingen, aber es macht ja auch nichts. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber es gibt ja auch noch viele andere internationale Themen und wir haben letzte Woche schon sehr viel über die Landtagswahl gesprochen. Das stimmt, ich habe auch nichts weiter stehen zur Wahl, außer dass jetzt die Regierungskonstellation sehr schwierig wird, weil für Rot-Rot-Grün reicht es nicht aus, für CDU, SPD reicht es nicht aus und was funktionieren würde, wäre CDU-Linke. CDU-Linke, CDU-AfD, AfD-Linke, haha, wird nicht passieren. CDU-AfD, geht das? CDU-AfD, ja, glaube ich, nicht zusammen. Doch, das geht, doch. Und CDU hat 21, also 22 kann man sagen und AfD 24, das würde reichen. Hm. Oder? 22? Also ich dachte, vielleicht waren das noch nicht die tatsächlichen Zahlen. Ich habe mir so ein Koalitionsding angeschaut und da ging das nicht. Ziemlich sicher. Nee, doch kann sein, dass es knapp nicht sein kann. Ja. Stimmt schon. Ja, CDU und Linke steht ja ganz grob im Raum und da sagt auch Linke CDU, oh Entschuldigung, da sagt auch die AfD, das ist dann der Untergang der CDU und da kriegen wir noch mehr Aufwand. Ich habe mir auch angeschaut, wie Höcke, Gauland, Meuthen. Fuck. Hier danach noch so Pressekonferenz gemacht haben und Fragen beantwortet haben, wo es dann auch nochmal um Herrn Landolf Ladiggang ging. Und das fand ich ganz witzig, da hat nämlich der werte Herr Höcke gesagt, also wer das nicht weiß, es steht im Raum eigentlich relativ ohne Zweifel, dass Höcke unter dem Pseudonym Landolf Ladig vor Jahren Texte verfasst hat für rechtsextreme Natur. Ja, für eine rechtsextreme Zeitschrift, die sehr oft auch indiziert wurde. Und auch relativ krasse Texte. So, das steht auf jeden Fall im Raum. Und er hat dann gesagt, dass das immer wieder aufkommt. Das ist Mobbing. Hm. Das hat er in dieser Pressekonferenz. Das fand ich sehr niedlich. Ich komme ja aus der Schule und ich weiß, was Mobbing ist. Hm. Und wenn ihr das ja immer wieder ansprecht, dann ist das Mobbing. Das ist die typische Opfer-Täter-Umkehr. Das sehe ich bei ihm sehr oft, dass er sehr gerne in die Opferrolle geht. Ich kann das auch verstehen. Gerade wenn ich mir das so angucke, wenn die da eine Stunde mit kritischen Fragen bombardiert werden, da kann ich schon verstehen, dass das einen irgendwie abfuckt. Egal, welche Partei man ist. Dann müssen die durch, das machen auch die anderen auch alle. Das ist es halt. Und da kannst du nicht sagen, das ist Mobbing, sondern das ist halt einfach kritisches Nachfragen. Und wenn halt die Beweislage wirklich so ist, du kannst auch nicht zur Polizei sagen, wenn du irgendwie der Hauptverdächtige in einem Fall bist und die befragen dich dazu, dann kannst du nicht sagen, dass das Mobbing ist. Was ist das für eine Scheiße? Nur weil ich Blut am Handschuh habe. Ja, das ist Mobbing, hallo. Ja. Aber apropos MCM übrigens, hast du mir ja geschickt. Liebe Grüße gehen raus an den besten Rapper Weimars. Ja. Ehemalig. Der war ja erst voll die Partei-Fan. Der hat uns noch tausendmal
sich bedankt für die Sendung bei uns und dass er jetzt die Partei wählt und so. Und auf einmal hast du mir jetzt einen Screenshot geschickt, dass er jetzt gegen die Partei ist. Ja, aber ich glaube, er weiß das ganz so auch nicht so ganz richtig. Er hat ja angeblich einen Prank gemacht, wo er sagt, dass die Mauer, die auf dem Theaterplatz steht, von der AfD jetzt hochgezogen wurde, weil die so gut abgeschnitten hat. Und ich glaube, mit die Partei könnte auch sein, dass er dann die AfD meint. Es war ein bisschen wirr, muss ich sagen. Ich dachte, er meinte schon uns, also mich. Nee, dann, also dich auf jeden Fall nicht. So kam es nicht rüber. Ach so. Eine Sache wollte ich noch sagen. Der Gauland hat in diesem selben Gespräch auch gesagt, dass die Meinungsfreiheit für ihn an manchen Punkten zu weit geht. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil eigentlich haben sie sich, das meint er gar nicht so. Eigentlich haben sie sich ja auf die Fahne geschrieben, oh, hier in Deutschland, da traut sich ja keiner mehr, was zu sagen. Und wenn dann aber sich jemand was traut, Negatives über die zu sagen, dann geht die Meinungsfreiheit zu weit. Ein bisschen konnte ich es nachvollziehen, weil er meinte, dieses Künast-Urteil, dass sie ja hart beschimpft wurde und das dann aber irgendwie als Meinungsfreiheit verbucht wurde. Aber ich glaube, auch da ist es halt einfach, weil sie eine Politikerin ist und öffentliche Person. Ich glaube nicht, dass, wenn du so betitelt wirst, Fotze kann man ja hier sagen zum Beispiel, absolut, oder? Ja. Und aber eine Privatperson bist, da würde keiner sagen, ja, das ist jetzt hier Teil des Boots oder so. So. Das sehen die dafür schon kriegen ja Politiker auch viel Geld, dass sie halt einfach in der Öffentlichkeit stehen und so einem Scheiß ausgesetzt sind. Und da kannst du noch so sagen, oh, da müssen wir aber jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass das Internet wieder lieb wird oder was weiß ich. Nein, es wird halt immer irgendwelche Leute geben. Da gab es ja auch den Fall mit Alice Weidel, als sie gesagt hat, die politische Korrektheit gehört auf den Müll der Geschichte und so. Und dann hat halt der Christian Ehring gesagt, da hat die Nazi-Schlampe ja recht. Ja. So, und auf einmal hat sie ihn verklagt. So. Also es ist immer dieses, ja, wir dürfen alles sagen, aber ihr nicht. Ja. Typisch. Aber gehen wir mal weg von der ganzen Scheiße hier. AfD-Scheiße und Politik-Scheiße. Reden wir mal über schöne Sachen. Die schönste Sache diese Woche war dieses Trump vs. Obama-Video. Da würde ich vielleicht mal drauf eingehen wollen. Da habe ich dich auch auf Twitter verlinkt. Von Jimmy Kimmel, glaube ich. Jimmy Kimmel Live ist ja eine Show, eine sehr erfolgreiche Show aus Amerika, die auch sehr Trump-kritisch ist, muss man natürlich sagen. Und da wurde gegenübergestellt die zwei Reden von Obama und Trump jeweils zu einem Terroristenoberhaupt, was getötet wurde quasi. Mhm. Zum einen haben wir da Bin Laden und zum anderen haben wir da Bagballah al-Baghdadi, ich weiß es nicht genau. Heißt genau so. Al-Baghdadi, glaube ich. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist ja auch egal. Und Trump, fangen wir mit Obama an, er halt, im Anzug steht da, ja, wir haben jetzt den besiegt so und das ist unseren Truppen zu verdanken und ist ein schwarzer, ein guter Tag, aber wir müssen von hier aus, also seriös, sagen wir mal, wie man sich einen Führer vorstellt, einfach, dass er fest im Leben steht und einfach irgendwie einen seriösen Eindruck so macht. So wie Hitler früher, ja, wir haben die Juden besiegt, aber jetzt mal, ja, kommt mal runter. Das war der Verdienst der Truppen. Ein bisschen Respekt. Ja, genau. Und dann natürlich Schnitt Trump. Ja, da war viel Rumgeschieße, a lot of shooting. Und es ist einfach so großartig, er sagt dann so, ja, und es ist gar nicht so, wenn man bei so einem einmarschiert, es ist gar nicht, wie man normalerweise machen ja die Leute klopf, klopf an der Tür, aber da, nein, die Tür wurde eingetreten und so, also wirklich, wie so ein Vierjähriger, der von einem Actionfilm erzählt, am Ende macht er nochmal Werbung für sein Buch, ich habe so viele Bücher geschrieben, die waren alle sehr erfolgreich, seine Rede insgesamt ging auch 45 Minuten, die von Obama nur 8, also ganz, ganz großartig. Das habe ich mir bestimmt 5-mal angeschaut, das war großartig. Hast du auch angesehen, zumindest seine Rede habe ich mir angesehen. Nicht den Vergleich, aber wie er gesprochen hat und so, auch wie er gesagt hat, dass dieser IS-Chef irgendwie so ein armes Würstchen war. Er ist gestorben. He died like a dog. Er ist genau gestorben wie ein Feigling und solche Geschichten. Und Obama war halt so sehr gesetzt und Respekt vor Menschenleben. Wir haben ihn trotzdem so bestattet, wie er es sich gewünscht hat, so Bin Laden. Und jetzt ist auch Ruhe. Ja. So, und ist gegangen. Und Trump so, oh, wie geil, Actionfilm. Oh mein Gott, ich habe zugesehen. Oh mein Gott. Das Blut hat gespritzt. Ja, das war großartig. Das war für mich das Highlight der Woche. Aber nicht die größte News der Woche. Ich finde, diese Woche ist die größte News Yo, Olli. Oh, yo. Habe ich dir geschickt. Ich wusste jetzt nicht, wer er war. Also, ich kenne ihn. Ich glaube, ich habe im Brennpunkt mal ganz kurz von ihm erzählt, vor Monaten.
weil es auch ein Gerücht gab, immer mal wieder, dass er irgendwie im Gefängnis sei und da zusammengeschlagen wurde. Aber jetzt ist bestätigt, er ist tatsächlich in Untersuchungshaft. Wer ist Jo Olli? Jo Olli ist ein YouTuber, der, also, ich weiß nicht, ihr teilt euch eine Leidenschaft, oder? Minderjährige? Kleine Kinder, ja. Ja. So als Pädagoge. Also Jo Olli hatte sich auf die Fahne geschrieben, schon sehr sexualisierten Content zu machen mit meist Minderjährigen. Der krapscht oft so Mädchen an, ne? Genau, und dann macht er so Challenges. Hey, wenn ich dich bei Schere, Stein, Papier besiege, dann darf ich mit dir Analverkehr haben. Nein, nicht. Nein, so einfach nicht. Aber ist das. Da gehen die Augenbrauen hoch bei Tino. Nein. Da ging es halt um so Küssen und so, aber dann hat er halt Musikvideos gemacht und dann, die sehen dann halt alle aus wie 13, dann Fässer am Arsch rum und so. Und meine Theorie war eigentlich immer, und ich glaube, die habe ich auch im Brennpunkt schon gesagt, ich dachte, dass der einfach clever ist und weiß, dass sowas halt einfach PR bringt, ja. Mhm. Jede PR ist gute PR. Und dass das entweder volljährige Mädels sind, die halt jung aussehen, oder dass das alles irgendwie abgeregelt ist, dass es irgendwie, weißt du, dass er einfach weiß, dass es natürlich super die Leute triggert, wenn du da irgendwie mit Minderjährigen machst oder sagst, dass du, er hat dann auch immer auf Instagram geschrieben, hey, meldet euch bei mir, alles ab 16 geht oder so, was ja eigentlich auch okay wäre, aber jetzt steht auch der Verdacht oder die Anklage im Raum, dass er eine 13-Jährige genommen hat und dass er rumgefahren ist genommen. Und auch eine Matratze in seinem Auto hatte und so, also das ist schon relativ heftig. Hat er so ein großes Auto, ja? Ja. Von der Matratze? Weiß ich nicht, bestimmt. Also der hat ja wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient in der Hochzeit. Der hatte irgendwie bis zu 300.000 Abonnenten und war, ich will nicht sagen im Hype, aber es haben schon sehr viele drüber berichtet und dadurch hat er natürlich auch viele Klicks bekommen. Ich habe auch gelesen, dass er wohl diesen jungen Mädchen versprochen hat, mit ihnen ein Video zu drehen und sie auch bekannt zu machen und so hat er sie quasi gelockt. Was früher die Männer gemacht haben mit Süßigkeiten, machen heute Influencer mit Klicks und Aufmerksamkeit. Stimmt. Quasi. Allerdings, ja, ich weiß nicht, Süßigkeiten, da holst du vielleicht die Vierjährigen, aber mit Klicks kriegst du die, glaube ich, nicht, oder? Ja, es sind verschiedene Altersgruppen, das stimmt. Ja. Ja, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber trotzdem war es lustig. Ja, doch. Also, ich finde es sehr interessant, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Wie gesagt, ich hätte es echt nicht gedacht, das ist so, also, klar habe ich es für wahrscheinlich gehalten, aber ich dachte irgendwie, der ist doch nicht so dumm. Also das zu machen ist ja das eine, aber sich das so auf die Fahne zu schreiben, wirklich damit hausieren zu gehen, ja hier, ne, hatte ich gestern wieder eine 14-Jährige und hier, la, die, do. Habe ich schon mal hier erzählt, dass ich, als ich zu einem Dreh gefahren bin, habe ich eine Michael Jackson-Playlist gehört und da gab es einen Song, der hieß tatsächlich You Don't Know Where Your Children Are. Und ich dachte mir so, ah, okay, toll. Und er macht es vielleicht so ähnlich, der Jo Olli, dass er das auch sich auf die Fahne schreibt und sagt, ja, ich bin übrigens der Typ, ich bin Kinderfreund. Der Kinder anfasst, der junge Mädchen anfasst. Aber es gibt auch geilere Sachen, mit denen man sich profilieren kann, als mit kleinen Mädchen, die man da vergewaltigt. Und man muss ja auch sagen, er ist bisher nur verdächtig. Ja, er ist in Untersuchungshaft. Er ist nicht bis jetzt verurteilt. Und es gibt ja auch. Also, vielleicht habe ich noch recht. Ja, vielleicht habe ich wirklich noch recht. Ja, entweder ist er tatsächlich ein ekelhafter Vergewaltiger oder er hat einfach. Ja, es kann trotzdem sein, dass er mit den Mädchen Sex hatte, was einvernehmlich war. Ja. Aber trotzdem sind die erst 13. Und es ist ja auch gesetzlich eher schwierig. Ja. Und da kann es ja auch sein, dass die Mädchen das, kann sein, auch vielleicht bewusst gemacht haben. Wenn er sie nicht vergewaltigt hat, kann es ja auch sein, dass sie gesagt haben, okay, wir haben Sex mit ihm und dann hauen wir ihn richtig in die Pfanne. Das gibt's ja auch. Okay. Ich will's in den Raum stellen. Ich glaube es nicht, aber das gab's ja auch schon. Solche Ach Fälle. So, du meinst, dass sie halt wirklich nicht Bock drauf hatte oder so. Ja, die hat ihn verführt und kann sein, ich glaube es nicht. Ja, aber das... Gibt es. Aber ich glaube vom Richter, das würde vom Richter, glaube ich, nicht so gut ziehen. Aber Herr Richter, diese 13-Jährige, die hat mich verführt. Gibt es ja auch von so kleinen Kindern, ne? Wenn die so also, um die 8 waren, haben die Männer auch gesagt, oh, das hat mich verführt, das 8-jährige Kind. Ja. Also er ist halt mittlerweile auch 24, 25, glaube ich, so in dem Dreh. Und ich weiß nicht, ob das da wirklich noch zieht. Die 13-Jährige hat mich verführt, ich konnte mich nicht wehren. Nicht, es ist so oder so verwerflich oder so gesetzmäßig nicht richtig. Ich sag nur, wir dürfen ihn nicht zu früh verurteilen, es kann so und so ausgehen. Ja. Das ist meine Aussage. Ach, fuck. Meine Stellungnahme. Perfekte Überleitung zu einem anderen großen Thema, pass auf. So,
scheiße, Mann. So wie Jo Olli jetzt einen reputativen Sturzflug gemacht hat, hat ihn Herr Altmaier auch gemacht. Er hat nämlich gestagedived, ohne dass da Crowd war. Das war sehr ärgerlich. Das war sehr ärgerlich. Aber sah sehr, sehr witzig aus. Es sieht halt wirklich so ein bisschen aus, als würde er kopfüber, also als würde er ins Wasser springen oder halt wirklich stagedive. Na, Altmaier ist für alle, die es nicht wissen, unser Bundeswirtschaftsminister und der hat eine Rede gehalten in, wo war das denn? Auf irgendeiner Digitalmesse oder so. Ne? Irgendwie sowas. Und hat die halt normal gehalten so, hat sein Ding gedüht und ist dann quasi von der Bühne gegangen und ich weiß nicht, ich habe es nicht genau gesehen, woran es lag. Aber ganz viele haben das weggeschnitten. Es gibt einen Winkel von ganz nah dran und jedes Mal, wenn er anfängt mit Stolpern, schneiden die weg. Als dürftest du dich nicht daran ergötzen. Weißt du, bei Merkel ist es okay, wenn die hier irgendwie zum Beat abgeht. Da legen manche noch irgendwelche Beats drunter. Ja, eben. Oh, sorry. Aber wenn der Altmaier mal irgendwie stage steift, dann darf man das nicht sehen. Also ich habe nur einen Winkel gesehen von sehr weit weg. Ja. Und da habe ich den kompletten Sturz gesehen. Hm. Es geht ihm ja auch mittlerweile gut. Also können wir ja auch Witze drüber machen. Ja, die Nase ist wohl gebrochen irgendwie. Das passiert halt mal. Nasenbein ist gebrochen, genau. Aber ansonsten macht er jetzt ein bisschen Chili Vanilli zu Hause, ein bisschen Netflix und ist dann wieder fit. Im Zuge dessen muss ich aber ganz kurz auf den Vollidioten Tim Kellner eingehen. Kennst du den? Tim K., dieser Emo. Tim K., dieser was? Emo? Der war doch früher so ein Emo, oder? Der hat doch immer so eine schwarze Frisur gehabt, so ein Scheitel und Haare nach oben. Ja, so ein Rocker. So ein Motorradrocker. Echt? Tim K. Es ist ein YouTuber mittlerweile. War Tim K. nicht auch der Amokläufer von Winnenden irgendwie? Vielleicht. Ist auch Tim K. Hieß ja auch Tim K.? Nee, ich meine Tim Heilig, den meine ich. Ah, Tim das Heilig. War so, das war so ein Emo, ne? Tim Heilig! Ja, die ganzen Tims, ja. Ja, also der Vergleich zwischen den beiden ist ziemlich witzig. Nein, das ist dieser Kommissar außer Dienst, bla, der hier so Videos macht. Keine Ahnung. Doch, du hast auf jeden Fall auch schon mal. Ich google mal, ich hab doch hier ein Telefon. Ja. Ist ja auch egal, der hat er hat ein Video dazu gemacht, wo er 6 Minuten Bullshit labert. Und sein einziger Punkt ist, warum er dieses Video überhaupt macht, ist zu sagen, dass die Medien jetzt, wenn ein Herr Altmaier, und ich möchte ja nichts Böses sagen, wenn ein Herr Altmaier da runterstürzt, da stürzen sich die ganzen Medien drauf. Aber wenn irgendwo eine Frau vergewaltigt wird von Ausländern, das erfährt dann keiner. Und der Unterschied ist einfach, diese Frau, die vergewaltigt wird, ist vielleicht keine Prominente, lieber Tim K. Außerdem wird darüber berichtet. Es wird natürlich nicht so medial ausgeschlachtet wie das. Hm. Aber also dieses ganze Video beruht nur auf dieser einen Aussage eigentlich. Ja, sagt dann natürlich halt noch bla bla und der Altmaier das und dann gucken wir uns das mal an und das sieht so lustig aus. Immer das Gleiche. Der Punkt ist, dieses Video hat 200.000 Aufrufe, hat irgendwie 50 Dislikes, 15.000 Likes, also alle sind geschlossen, sich einig, das ist ein geiles Video von seinen Zuschauern. Also der schart da auch die ein oder andere interessante Gruppierung um sich. Mhm. Und dieses Video ist einfach so Bullshit. Das sagen die auch über so Promi-Tote immer. Ja, der David Bowie, der ist jetzt gestorben, es sterben jeden Tag Menschen. Aber es sterben nicht jeden Tag Menschen, die Millionen Platten verkauft haben und die Ikonen waren für die Musikbranche. Das macht schon einen Unterschied, ob ein Dieter Altmaier oder Peter Altmaier, weiß gar nicht, wenn der irgendwie von der Bühne stürzt oder wenn deine Oma irgendwie die Treppe runterfällt. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Das ist beides schlimm, keine Frage. Aber du kannst nicht schreiben, Oma Gerda von Pegida ist jetzt die Treppe runtergestürzt. Nein, Rücki. Das will keiner lesen. Das will wirklich keiner lesen. Und so eine Vergewaltigung, come on, das passiert doch jeden Tag. Guckt euch Jo Olli an. Eben so. Das interessiert doch keinen mehr. Aber so ein geiler Stage-Dive-Move, ja? Da hätte man mal Musik drunter legen müssen, so direkt im Breakdown-Part. Ich musste schon ein bisschen lachen. Man müsste auch so Comedy-Sounds einfügen, so. Ja, dieser Sound auch von der Bananenschale. Genau. Ja, aber es geht ihm gut. Wir wünschen Herrn Altmaier beste Genesung und dass er bald wieder unsere Wirtschaft ministerieren kann. Ja. Und dass er sich nicht nochmal die Nase bricht. Das und nie wieder hinfällt. Elon Musk. Wer? Hast du von Elon Musk gehört? Ich kenne nur den anderen Musk. Ja, das ist ein Meme, was jetzt entstanden ist, denn es gibt das Tree-Team oder Team Trees. Ja, Team Trees, glaube ich. Bäume. Richtig. Es gibt jetzt eine Seite, und das ist vielleicht auch für unsere werten Zuschauer und Zuhörer relevant, da kannst du $1 spenden und für jeden einen Dollar wird ein Baum gepflanzt. Stimmt. Von diesem Team Trees. Und dann bist du quasi Teil davon. Und dann kam der Elon Musk daher und hat, finde ich eigentlich gar nicht so hart, er hat halt 1 Million da reingepumpt, 1 Million Dollar,
was halt für ihn nichts ist. Mhm. Aber ist natürlich erstmal ein cooler Move. Und dadurch ist er jetzt, gerade auf Reddit und so, wurde er sehr gehypt dadurch und ist jetzt der Elon Musk. Ja. Weil Mr. Beast war ja vorher im Gespräch, dass er hier und so. Aber jetzt hat Elon Musk gespendet. Und dann kam irgendein anderer, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das irgendeiner war oder jemand, den man vorher kannte, der hat dann 1 Million und $1 gespendet. Das kam mir auch gerade in den Sinn. Ja. Also Elon Musk ist jetzt auf jeden Fall Trendbegriff, aber ich muss sagen, 1 Million ist für so eine Person gar nichts. Aber schaffen die denn echt 1 Million Bäume zu pflanzen? Ja, warum nicht? Wo kommen die alle her? Bäume sind ja am Anfang auch erstmal ganz klein. Ja, aber die muss doch jemand einpflanzen. Wer macht denn das? Wer zahlt denn das alles? Naja, Team Trees. Tree Team. Aber 1 Million Bäume, das ist doch ein das Ziel Urwald. Das Ziel ist, ich könnte es auch mal nachschauen, wie es gerade steht. Das Ziel ist es, ich glaube, bis zum 1. Januar 2020 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Warte, ich schau mal nach. Team Trees. Ich mache sowas Ähnliches und zwar Ich pflanze meinen Samen in Frauen rein. Genau, für $1. Spendet jetzt. Eine Frau quasi. Spendet jetzt, dann dürft ihr mich besuchen. Und ja, also bis zum 1. Januar 2020 20 Millionen Bäume. Wir sind aktuell bei 11,3 Millionen. Auch ihr könnt mitmachen bei Team Trees. Also ja. Jeder 11. Baum ist dann von Elon Musk. Ja, ich frage mich ja, ob vielleicht Last Minute irgendwie dann doch so ein Bill Gates zum Beispiel kommt. Und dann buddert er einfach mal so 1 Million, 30, und 2 Bäume. Nee, 30 Millionen, komm. Das ist doch nichts für den. Was ist denn Bill Gates? Ist der nicht, der ist doch immer noch in den Top 3 der amerikanischen Milliardäre. Wahrscheinlich Jeff Bezos noch. Ja, aber trotzdem haben die auch einen gewissen Lebensstandard. Und ja. Also ich verstehe dann, dass sie nicht alles raushauen wollen. Die sollten auf jeden Fall viel mehr besteuert werden und viel mehr spenden. Aber ich kann verstehen, dass manche Leute dann auch, dass es dann doch auch Geld für die ist. Selbst 1 Million kann für Bill Gates ein bisschen was sein. Weil er weiß ja auch nicht, wie es ihm nächstes Jahr geht. Wenn er sich verspekuliert irgendwo. Die Armen reichen. Ich finde es gut, dass du da so empathisch bist. Ja, für alle Reichen. Ich will auch dazugehören. Weißt du, was das Problem ist? Ich weiß jetzt kurz wieder mit meinen ganz linken Ideen und so. Das Problem ist, dass jetzt so viele schon so sehr reich sind. Mhm. Wenn man im Vorfeld schon irgendwann mal gesagt hätte, hey, bei 1 Milliarde ist Schluss. Ja, du kannst nicht mehr Reichtum sammeln als 1 Milliarde. Dann hast du das Leben durchgespielt. Gratulation, hier ist dein Orden. Aber das war's. Mhm. So. Oder vielleicht auch schon bei 100 Millionen, weil wer braucht 100 Millionen? Ist egal. Ist jetzt nur so eine Theorie. Aber hätten wir das von Anfang an irgendwie festgelegt, ja, global festgelegt, so Adam und Eva damals, Adam und Eva, dazu kommt, dann 1 Million, dann ist gut. Dann richtig. Reicht es. So, dann wäre halt jetzt nicht dieses Feel-Bad-Gefühl. Weißt du? Dieses, oh, jetzt wollte uns was wegnehmen. So, das ist das Problem. Das sagen doch schon seit Jahrzehnten die ganzen linken Leute, aber die werden immer so als Träumer, als unangenehm Linke abgestempelt, als Kommunisten. Aber es ist einfach richtig. Ich finde auch, dass Menschen, die brauchen keine 60 Milliarden Bäume oder Euro. Stimmt, ey. Mann, die Erde hat viel zu viele Bäume, Mann. Die sollte mal dringend Baumsteuer zahlen. Wir sehen schon den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Ich sehe es ganz genauso. Und wer auch nicht genug von Geld haben kann, eine gute Überleitung, My Chemical Romance sind zurück. Ich dachte, jede Woche ein neues Comeback, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, jede Woche kommst du mit irgendeiner scheiß Musikscheiße an. My Chemical Romance. Tic-Tac-Toe sind zurück und jetzt My Chemical Romance geben nächstes Jahr ein Reunion-Konzert. Was hatten die nochmal für einen Song gemacht? Also ich kenne, glaube ich, gar nichts von denen. Na, Welcome to the Black Parade und so. Kenne ich nicht. Ey, das sind die Emo-Rocker. Die haben. Oh, die Emo-Rocker. Na, so ein Shit, dass ich das verpasst habe. Die haben sich vor 6 Jahren getrennt und die hatten richtig geile Songs, richtig geile Mucke. Und ich habe die voll gerne gehört und so richtig depressiv und traurig. Und dann hat sich die Band aufgelöst. Welcome to the Black Parade. Und dann hat. Das ist das beste Album der Welt. Mag ich nicht, da singt eine Frau. Ja, nein, nicht. Hä? Das nicht? Ist Gerard Way, das ist ein Mann. Ach so. Aber er singt ja hoch. Und er hat dann nach der Auflösung der Band, hat er Comics geschrieben oder gezeichnet. Und hat unter anderem die Netflix-Serie The Umbrella Academy quasi begründet.
Ah, die habe ich nicht gesehen, interessiert mich nicht. Die war gut. Ich habe jetzt The Boys gesehen in der letzten Woche, kann ich vielleicht mal kurz promoten. The Boys, die Jungs. Klingt schwul. Ja. Nee, ist auch, ist tatsächlich so ähnlich wie Umbrella, bla. Soweit ich weiß, also ich habe es halt nicht geschaut, aber da geht es ja auch um Superhelden, oder nicht? Ja, doch, kann man sagen. Also beziehungsweise mit irgendwie übernatürlichen Fähigkeiten und sowas. Und The Boys ist quasi das genauso, nur dass die alles Assis sind, mehr oder weniger. Das ist ganz witzig. Also das Gegenteil quasi. Also stell dir vor, es gibt Superhelden und Superhelden werden gefeiert, wie wir Rockstars feiern und die sind halt wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll so. Ja, das ist The Boys ungefähr. Eine Serie? Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Mord. The Boys auf Netflix oder wo? Nee, auf das? Amazon Prime. Amazon Prime. Ja. Ja, wenn man Amazon lustig. Prime hat, ist das sehr geil, weil dann kann man direkt mich mit Twitch Prime abonnieren und kann man mir quasi fürs Nichtstun, da nur so einen Knopf drücken, schenkt man mir 2,50 Euro. Krass, ne? Geil. Beste. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber kostet dich nichts, kostet mit mich mit deiner scheiß Überleitung. Ich dachte, jetzt kommst du irgendwie auf Greta Thunberg. Auch die. Thun Mountain. Ja, auch die braucht sprechen. Kein Geld. Ja, genau, sie, das wäre nämlich die Überleitung. Richtig, gewesen. Denn sie lehnte den Umweltpreis ab. Der ist dotiert auf 47.000 Euro. Der hätte ich meine ganzen BAföG-Schulden abbezahlt, schon lange mit diesem Geld. Aber sie sagt, nein, Leute, das Klima braucht keine Awards. Wir brauchen keine Preise, wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die handeln und die unsere Umwelt endlich retten. Ja. Und was sagen die Greta-Gegner? Da war ja wieder klar, dass Greta das Geld nicht nimmt. Das hätte sie auch spenden können. Also egal, was sie tut, ja, es ist falsch. Hätte sie ihn angenommen, hieß es wieder, oh, die große Greta. Ja, du machst es nur, um Auszeichnung zu bekommen. Aufmerksamkeit. Toll. Also die kann machen, was sie will, es ist nicht richtig. Ja. Ich hätte es auch so gemacht, ich wäre auch hingegangen, hätte ihn angenommen, hätte dann gesagt, euer Preis kotzt mich an, brauche ich nicht, aber das Geld nehme ich gerne und, ja, und spende das halt an, ja, doch, an die AfD oder sowas. Ja, doch, das wäre gut gewesen. Ja, die gute Greta. Ich wünschte, die wäre ein paar Jahre jünger, dann hätte Jo Olli sie glücklich machen können. Ja, würde die nicht die ganze Zeit so sauer gucken müssen wegen den Politikern. Jetzt bleibt sie eine ewige Jungfer. Ja, wieso? Weil sie keine haben will, die ist schon so alt. Ach so. Die ist ja schon fast 16. Ist sie nicht schon 16 mittlerweile? Kann sein, keine Ahnung. Ich bin da nicht so hinterher wie du. Wer weiß, wie sie sich noch in den nächsten Jahren macht. Das ist eine Investition. Ich würde abwarten, ja. Ich date die jetzt, pass mal auf. Wie die noch aufblüht. Ja, heute oh Gott, noch, Alter. Heute noch ein Dilly und morgen. Oh Gott, Alter. Morgen weiß ich nicht, wo man hingeht. Da, jetzt verstehe ich Jo Olli. Das ist also seine Langzeitinvestition. Klar, er muss jetzt schon mal gucken und dann. Ja. Er meint es gar nicht böse. Er ist gar nicht pädophil. Ja. Es ist ja ähnlich. Ich glaube, da gibt es auch noch einen extra Begriff dafür. Pädophil, ja, und. Ich weiß es nur im Englischen. Ephibilophil oder so. Ephibilophilie? Amphibien, was? Amphibien? Ich weiß es nicht genau. Und da muss ich sagen, ne? Es ist muss man ganz vorsichtig sein. Nee, das ist eher auch nachvollziehbar als Kinder. Ja, es ist. Da muss man vorsichtig sein, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, ob es jetzt eine 13-Jährige ist oder eine 16-Jährige. Finde ich sehr hart. Also 13-Jährige sind halt fucking Kinder. Ja. Aber wenn man zum Beispiel eine 16-Jährige und eine 20-Jährige hat, die exakt identisch aussehen, so erstmal, da kann ich zumindest sagen, okay, ne? Optik und so. Ist es nur die Optik? Das gibt es. Es gibt es halt so. Ist es nur die Optik? Nein, natürlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, Optik und so habe ich jetzt erstmal, ne? Und so und innere Werte. Ja, der Punkt ist ja eher, dass bei so einer 16-Jährigen, da ist die geistige Welt so eine andere. Oftmals. In der Regel gibt es natürlich auch mal Unterschiede, ja? Ja, ja. Es gibt ja irgendwie, ja, gerade die irgendwie in der Kindheit. Es gibt A, es gibt Doppel-D mit 16. Ja, die inneren Werte können sich sehr stark unterscheiden. Nein. Von 16-Jährigen. Ich kenne verschiedene 18-Jährige. Ja. So. Und die einen denke ich mir, Alter, was zur Hölle? Und bei den anderen denke ich mir, die ist ja schon relativ weit so. Was zum Himmel? Mann, also das finde ich auch. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin da ganz, ganz bei dir. Ich finde das halt auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen verschwurbelt. Mir fällt kein besseres Wort. Ja, das gibt mir kein besseres Wort dafür. Weil meinst, zum weil, einen weil es so ganz klare Grenzen gibt so und 16. Ja, eben, genau, ja. Das ist wahrscheinlich das, weil es ist so ein, also klar muss es die ja auch irgendwo geben. Aber zum einen ist es gesellschaftlich ja irgendwie voll toleriert, dass man jetzt zum Beispiel sagt, oh,
hier, ich hab halt jetzt, also nicht voll toleriert. So, zum Beispiel, wie heißt dieser komische, der wird von Jan Böhmermann auch immer verarscht, Mann. So ein Schlagersänger. Michael Wendler. Ja, genau. Der hat ja so eine 18-jährige Freundin gerade. Ja. So. Da ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, also man sagt, es ist okay, aber man findet es trotzdem strange. Hm. So. Aber da ist halt auch das Alter sehr weit auseinander. Der ist irgendwie paar 40, Ende 40, irgendwie sowas. Ja. Ich weiß es nicht genau. Aber voll legal halt, ne? Auf jeden Fall. Und aber auf der anderen Seite, wenn sie jetzt 17 wäre, würde das gar nicht gehen. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz steil behaupten, wenn jetzt jemand Single ist, ja, und 45 und dem würde sich eine 17-Jährige anbieten, und keiner erfährt das sozusagen, da würden bestimmt viele mal drüber nachdenken. So. Ja, vielleicht, ja. Ich meine, also, wie gesagt, wenn die dann Mund aufmachen, dann denkst du dir, ach du Scheiße, ich erschieße mich, ich möchte mir die Scheiße nicht anhören, weil du halt, wie gesagt, so geistig da einfach weit weg bist. Hm. Aber ich glaube halt wirklich, es ist ganz heißes Eis. Nee, also, es ist halt einfach, man macht da so, oh, das ist aber der Wendler, der ist aber blöd so. Und im Endeffekt würde es jeder genauso machen. So. Ja, ja, klar. Mehr oder weniger. Ja, also ich glaube nicht. So ein Ticken Neid. Was? So ein Ticken Neid. Vielleicht ist es Neid, ja. Ich weiß es nicht. Es ist halt so gesellschaftlich verpönt, aber im Grunde würde es jeder genauso machen. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen verschwurbelt. Ja, also auch um hier Falco wieder reinzubringen. Ich habe ein Buch gelesen von seiner Ex-Freundin. Und sie war auch zum Zeitpunkt, wo sie sich gedatet haben, 18. Und er war 32, 33 oder schon 35. Und er war halt eh schon immer, dass er sehr alt aussah, vor allem durchs Rauchen und so, und hat auch immer schon Anzüge getragen und sehr schick. Und sie war halt noch frische 18. Und da war es eben auch so, dass er diese junge Frau lange umworben hat. Und da hat sie auch in dem Buch geschrieben, dass er erstmal die Eltern gefragt hat, so, und darf ich mit ihrer Tochter ausgehen? Und dann hat er sie mal abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Die Eltern haben halt bestimmt nur ja gesagt, weil er halt Falco ist. Ja, sicher. Und das war da auch so ein bisschen komisch, wo ich mir dachte, okay, sie war erst 18, war noch in der Schule irgendwie, und dann hat er sie von der Schule manchmal auch abgeholt und so. Und er ist halt schon der Popstar gewesen, hat halt Millionen auf dem Konto und hat sie dann auf irgendwelche roten Teppiche mitgenommen. Und da gab es dann auch so die Situation, dass sie dann, es ist ein sehr intimes Buch, ja, geht es auch um sexuelle Geschichten. Und da muss er auch zu ihr gesagt haben, boah, du bist zwar erst 18, kannst aber schon richtig ficken. So, solche Geschichten, ja. Und da würde ich mir schon durch diese Aussage sehr komisch vorkommen. Mhm. Es ist zwar völlig legal, alles gut, ja, sie ist 18, er war halt Mitte 30. Aber ich würde mir da komisch vorkommen, sowas sagen zu müssen. Du bist zwar erst 18, sowas sagen, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt sagen, du kannst dir richtig gut bumsen. ich muss das jetzt sagen. Ja, ich weiß nicht. Also find ich schwierig, aber an sich, ja klar, wer will nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn wir mal 40, 50 sind, dann gucken wir auch den jungen Frauen noch hinterher oder jungen Männern. Wie gesagt, also das ist halt der Unterschied. Deswegen würde ich sagen, wie heißt der jetzt nochmal, Michael Wendler? Ja. Der ist halt fest mit der zusammen. Ja. Und das ist halt so eine Sache, also ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. So, weißt du? Aber da muss ich auch nochmal sagen, nicht zur Verteidigung von Jo Olli, aber es ist halt auch irgendwie ein Unterschied, wie deine Welt so ist einfach. Also ein Jo Olli, der ist vielleicht selber einfach ein bisschen zurückgeblieben. Vielleicht, also wenn er wirklich so dumm ist, dann ist er zurück. Ich habe ihm wirklich Intelligenz attestiert oder zumindest gedacht, es könnte sein. Und es ist ja ein Unterschied, also ein 26-Jähriger, der zum Beispiel, ein 26-Jähriger YouTuber ist geistig wahrscheinlich eher näher dran als einer 18-Jährigen, als einer 27-Jährigen Lehrerin oder so, die fest im Leben steht. So. Stimmt. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Und auch, aber Jo Olli hat schon seine Position konkret ausgenutzt. So, seine auf jeden Fall. Das ist halt schon sehr morbide und kann er nicht anders irgendwie an Sex kommen und an Mädchen? Warum müssen es denn so 13-Jährige sein? Das verstehe ich halt nicht. Es war, glaube ich, eine 13-Jährige, deswegen. Also noch ist es auch gar nicht komplett verurteilt. Ne? Es ist alles nur hypothetisch. Es gibt noch die Restchance, dass der gute Jo Olli ein richtig cleverer Geschäftsmann ist. Sie schwindet, aber sie ist da, die Chance. Nee, also da irgendwas muss da dran sein, sonst wäre es nicht so viel auf einmal, denke ich mal. Aber auch zu dem Thema habe ich jetzt gelesen, dass es zu wenig Pfarrer gibt. Und deswegen will die Kirche jetzt das Zölibat etwas abmindern, dass Pfarrer auch Frauen haben dürfen. Interessant. Und dass auch mehr Frauen jetzt Pfarrerinnen werden. Guter Übergang, dürfen. Denn dadurch werden vielleicht weniger Minderjährige vergewaltigt.
In eben, der Kirche richtig. Zumindest. Das wäre doch wenn mal was. Wenn die Frauen haben dürfen oder Partner ganz normal, dann müssen die auch weniger Kinder an sich ranlassen. Das sind ja auch nur Opfer, die Pfarrer. KuchenTV wurde auch gesperrt, habe ich hier noch stehen. Weswegen? Also auf Twitch. Und es sieht aktuell so aus, weil er ein, er hat einen Stream gemacht und auf eine Geburt reagiert, die auf YouTube zu sehen war. Das scheint der Grund zu sein. Und es sieht so aus, als wäre tatsächlich er als natürliche Person gesperrt. Also nicht sein Account so und nicht auf vorübergehend, sondern aktuell sieht es so aus, als wäre er wirklich dauerhaft gesperrt. Mal schauen. Warum ich es eigentlich nur hier mit reingenommen habe, erstens, weil es mir im Stream gesagt wurde, das fand ich ganz nett, ich hätte sonst nicht mitbekommen, wollte ich immerhin mal erwähnen. Und weil er sagt, ich habe aber auch einen Pech. Also ich habe sein Video angeschaut, wo er dann darüber redet, weil er halt in letzter Zeit sehr viel irgendwie bei YouTube demonetarisiert wurde und so. Ja, schon immer. Und das bringt seine Persönlichkeit so geil auf den Punkt, ich habe so Pech, irgendwer hat sich da oben verschworen und will nicht, dass ich erfolgreich werde. Irgend sowas in die Richtung hat er gesagt. Der fährt auch so einen dicken Schlitten. Und meine Freundin ist halt auch gerade schwanger und so. Oh, aber nein. Er macht halt selber einfach ganz bewusst, er weiß ja, was er tut. Er hat ja angeblich ein IQ von 140. Mein Freund, der ist, ich habe ein IQ von 120 nach 48 Stunden durchmachen. Ich meine, er badet ja auch nicht irgendwie in Schokolade, ja. Er macht ja wirklich so Kanalzerstörung und. Ja, und hat halt Katja Krasewitze gedoxt, hat gezeigt, wo sie wohnt und so Geschichten. Und das ist halt einfach nicht cool. Und das muss er auch wissen. Und dann zu sagen, oh, ich habe Pech, alle haben sich gegen mich verschworen, ich bin der arme Bub. Das ist seine Persönlichkeit. Das ist wie wenn du Musik machst gegen irgendwelche Berufsgruppen und dann auf einmal viele Hassnachrichten bekommst. Musst dich nicht wundern. Das ist eben ein Teil davon. Ja, das stimmt. Der arme KuchenTV, Grüße gehen raus. Wir richten einen Spendenfonds für dich ein. Ja. Damit du wieder auf die Beine kommst. Team Cakes. Team Cake. Und dann gibt's Elon Musk. Der gibt dir bestimmt mal eine Mille. Gar kein Problem. Mindestens. Und eins. Gut. Hast du schon mal was vom armenischen Genozid gehört? Natürlich. Singt System of a Down seit 20 Jahren drüber. Den es ja angeblich gar nicht gab, ja, laut der türkischen Gemeinde. Aber das US House of Representatives hat jetzt abgestimmt, nach irgendwie 100 Jahren oder so, dass es den gibt. Wow. Endlich. Ja, die USA haben mal was gesagt. Da hört sich auch von Martin Sonneborn, hat er sich immer sehr stark eingesetzt. Da gab es auf jeden Fall, also es ist schon eine große Nachricht gewesen diese Woche. Und also wie gesagt, 100 Jahre irgendwie, ja, juckt mich nicht. Und jetzt, es ist immerhin erstmal ein Statement zu sagen. Ja. Seitens der USA hier, das ist so passiert. Das war ja auch einer. Also da kann man sich mal belesen, irgendwie macht das mal so. Und dann kommt ja auch zu dem Ergebnis, oder starben viele Menschen sehr gezielt. Das ist laut Duden ein Genozid. Ah. Das war kein Besuch, wo zufällig ein paar Schüsse gefallen sind oder... Huch. Ups. Ach. 1000 Tote. Ja, passend zu diesem Thema. In 100 Jahren ist dann ungefähr die Zeit gekommen, wenn wir sagen können, in China gab es Genozid. Wahrscheinlich. Also wenn diese Raid sich übertragen lässt. Ja. Weißt du? Da kam jetzt wieder ein Whistleblower. Der ist aus so einem chinesischen Re-Education Camp. Ja, ein Umerziehungslager. Eine Korrektionsanstalt. Ja. Und hat gesagt, was da wirklich passiert ist. Also das ist ein ehemaliger Lehrer gewesen und seine Mitinsassen wurden teilweise gehäutet, von den Guards vergewaltigt. Gay. Du bist so dumm. Hallo, ich will einmal ernst sein. Vielleicht sind da ja auch Frauen dabei. Also ach so, dann nicht. Sind es auch ziemlich sicher, weil die Uigurenfrauen, die werden ja sterilisiert, was auch per Duden-Definition Genozid ist. Ja. Und die wurden auch vor anderen vergewaltigt und sie haben Injektionen gekriegt, dass sie halt unfruchtbar werden. All diese Sachen hatten wir auch letzte Woche wieder. Ganz toll. Was ja an sich bekannt ist, aber was jetzt noch nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen ist und was noch nicht so ernst genommen wird von den anderen Nationen. Und da braucht es vielleicht noch ein paar Whistleblower und ehemalige Gefangene. Ja. Wir werden sehen, was da noch kommt. Auf jeden Fall kann ich an diesem Punkt hinweisen auf unseren nächsten Hörerwunsch. Ja, es geht um China, Chile und... weiß ich nicht. China. Schiller. Aber irgendwas Schönes gerade gesucht. China, Chile und Schiller. China,
China, Chile und... Merkt man, dass wir den noch nicht aufgenommen haben, aber der kommt am Mittwoch, liebe Leute. Ja. Freut euch darauf. Das wird ganz groß. Ja, in China, meine Fresse, ey. Das ist halt jetzt wieder in der letzten Woche ein bisschen untergegangen. Auch durch diese Elon Musk-Geschichte zum Beispiel. Und durch das My Chemical Romance Comeback ist es ein bisschen... Ja, also es muss ja leider hinten anstehen. Ja, leider, leider. My Chemical Romance. Aber auch, was auch ganz wichtig war, wir sind ja schon ziemlich am Ende. My Chemical Romance ist, wenn die Spritzen kriegen, um unfruchtbar zu werden. Heißt weißt das so? Das ist, nee, das ist meine chemische Romantik. Ah. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Warum heißt das? Dass uns so? Keine Kinder kriegen. Ja. Ja. Nein, ich wollte auf den Brexit zu sprechen kommen. Ah, der wurde wieder verschoben. Überraschung, aber das Neue, es gibt Neuwahlen. Ja? Es gibt Neuwahlen. Im Dezember hat Boris Johnson durchgedrückt bekommen. Erst war die Opposition dagegen. Jetzt, wie, warte mal, was jetzt Neuwahlen? Nochmal für den Brexit voten oder was für Wahlen? Nö, Parlamentswahlen. Und das will Boris Johnson haben, ja? Damit die jetzt neue Mehrheiten gewinnen können. Okay, verliert er dann nicht eher seine Mehrheiten? Er glaubt nicht. Okay. Die Opposition sagt... If you want it, you can get it. If you want some, come, get some. Und deswegen wird es jetzt sehr spannend. Es ist so eine Shitshow, Alter. Ich glaube, im Dezember wird gewählt, Anfang Dezember. Brexit wurde jetzt verschoben auf 31. Januar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil warte mal, was ist heute? Gestern war ja eigentlich der Termin zu Halloween. Ja, stimmt. Sollte es ja eigentlich die Grenze geben, aber nein. Das ist eine Shitshow, das ist einfach so dumm. Ich habe noch eine letzte richtig große Sache. Mhm. Die hätte ich eigentlich schon früher ansprechen sollen. Twitter bannt jetzt politische Werbung. Komplett. Oh. Und da gab es auch ein langes Statement dazu. Der wichtigste Punkt ist so ein bisschen: We've made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Also das finde ich mal einen richtig nice Move. Also die meinen so richtige Advertisements, das heißt also bezahlte Werbung meinen die jetzt. Oder also du kaufst ja politisch, also du bist jetzt Bernie Sanders zum Beispiel, ja. Auf den komme ich auch gleich nochmal ein, geiler Typ. Du bist Bernie Sanders und sagst, hier, ich gebe dir 1 Million und dafür wird meine Werbung bei ganz vielen Leuten, was wir halt auch schon mal bei Instagram zum Beispiel gemacht haben, aber halt als Politiker oder als politische Einrichtung oder was auch immer. Das gibt's jetzt gar nicht mehr. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Dann kann ich Reichtum, Reichweite einfach direkt sichern. Das finde ich auf jeden Fall ein nicer Move. Das sollte auch Facebook nachziehen, weil ich auch ständig AfD-Werbung bekomme. Zu allen Wahlen. Die ist halt wahrscheinlich nicht aus deiner Bubble, weißt du? Das unwahrscheinlich. Dass Leute das teilen und du siehst, AfD, cool. Mhm. Sondern ne, Geld ist geflossen und deswegen wird es hier reingespült. Aber ich weiß nicht, bei dir bringt es ja vielleicht nicht so viel. Das verschwendet das Geld. Von daher findest du es vielleicht wieder gut. Stimmt. Dass die AfD Geld in dich reinpumpt und nichts bringt. Ist schon wieder Fridays for Future. Es ist so laut draußen. Vielleicht ist auch Amoklauf. Schwer auseinanderzuhalten heutzutage. Macht ja auch nichts. Ja. Ja, Bernie Sanders will ich noch kurz drauf eingehen. Das abgespritzt gestern, ne? Als du das gesehen hast. Ja, das habe ich gesehen. Es ist aber schon 3 Tage her gewesen. Mittlerweile sogar 4. Die beste nicht aktive Band, ich seit Jahr und Tag feiere, The White Stripes, weil ich Jack dachte, White. Bösen Onkels. Da muss ich auch noch was zu sagen. Ey. Ich habe gemerkt, ich habe bei den bösen Onkels so eine leichte, vielleicht Doppelmoral oder Zwiegespaltenheit. Nein. Pass auf, ich feiere die schon. Habe ja gesagt, so ein Fünftel der Lieder finde ich schon geil. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie in der Stadt bin und da ist so eine Gruppe Jugendlicher, die über Bluetooth-Box Onkels hört, denke ich direkt, oh, was für Assis. Das war mein erster Impuls. Ich weiß nicht. Also so, ich weiß nicht, also so bestimmte Musik, was? Mir geht's auch so nur immer, wenn man Onkels hört. Was für Assis. Nein. Ich weiß nicht, es gibt so bestimmte Musik, wenn du die irgendwie öffentlich hörst, dann willst du damit was ausdrücken. Und das ist dumm. Ich weiß es nicht. Aber das war auch nur mein erster Impuls. Ich habe dann überlegt, eigentlich ist es ja dumm. Ich finde die Musik ja gut. Und wenn sie die hören wollen, von mir aus. Aber es war schon, also ja, es ist schon ein komisches zugeben, Gefühl dabei. Wenn ich Musik für Freunde anmache, dann mache ich auch andere drauf, als ich privat höre. Ja. Muss ich sagen. Da höre ich auch jetzt keinen Wolfgang Petri oder Roland Kaiser. My Chemical Romance. Da mache ich My Chemical Romance eher drauf. Okay. Reinhören, liebe Leute. Ja, auf jeden Fall, ich bin abgeschwurfelt. Bernie Sanders, White Stripes. Meine absolute Lieblingsband ist aber nicht aktiv. Die aktive Lieblingsband sind Blood Red Shoes. Und dann bin ich am 5. auf einem Konzert. Da freue ich mich ganz arg. Schön. Und Jack White ist einfach so ein musikalisches Allround-Genie. Ist der absolute Hammer. Ist für mich so auch der beste Gitarrist, der man sich vorstellen kann.
Und der hat auf einer Bernie Sanders Rally eine halbe Stunde Musik gemacht. Toll. Und da war richtig geile Stimmung. Und überhaupt, Mann, auch dieses AfD-Thema, um den Bogen nochmal zur Landtagswahl zu spannen, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder so, privat zu Leuten, einfach, dass ein Typ wie Bernie Sanders im Vergleich zu Trump, ja, Trump redet die ganze Zeit von Hass, von Furcht, von Angst, von oh, Achtung, was da kommt und so. Und Bernie Sanders, der redet halt von Hoffnung, der redet von Leidenschaft, der redet von, sein Motto zum Beispiel ist not me, Punkt, us. Ja. Ja. So, also er redet halt von, wir müssen das schaffen. Und Trump redet von, ja, ich bin der Geilste. Ich habe übrigens auch ein Buch. Ich habe al-Baghdadi besiegt, ja. Nicht unsere Truppen, ja. Ich krieg dafür, hat er auch in dem Video gesagt, ich krieg dafür ja keinen Credit, ja. Ist nicht schlimm, ist immer so. Während Obama sagt, ja, unsere Truppen haben das geschafft. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. So, und dieser Unterschied, alleine das ist halt einfach eine Message, die global viel geiler ist, so lass mal irgendwie alle zusammen an einem Strang ziehen und Hoffnung und uns für die Zukunft einsetzen und nicht, oh, ich bin der Geilste und ich mach das schon und hier, die anderen sind alle scheiße, wir ziehen eine Mauer um uns, damit die ganzen Assis von draußen, die schlechter sind als wir, dass die hier nicht reinkommen. Diese Grundmessage, die halt auch bei der AfD so ein bisschen mitschwingt, ja, so ein ganz und da ist bisschen. Das Problem, denn die Menschen wollen nicht mitmachen, die wollen einen Führer haben ganz oft. Der Trend geht leider dazu, dass die Leute sich einen Führer wünschen oder eine Führungskraft, ja, die alle Probleme löst. Aber wenn wir den Führer einfach mal mit Vorbild gleichsetzen und der Bernie Sanders, wenn der denn ich war auch schon 16, fand ich den echt gut, aber mittlerweile muss ich sagen, das wäre das Beste, was wahrscheinlich passieren kann. Da bin ich ganz bei dir. Der ist halt wirklich auch seit 40 Jahren konsistent in dem, was er tut. Der war 64, hat er sich schon für Bürgerrechte eingesetzt und ist verhaftet worden und so Geschichten. Richtig geiler Typ. Ist 78, ich drücke echt die Daumen, dass der noch mindestens 10 Jahre lebt. Richtig geil. Der ist halt auch fit. Während Trump halt wirkt wie so ein seniler alter Mensch, sieht man bei Bernie Sanders, der bewegt sich sogar auch noch relativ fit. Und ich drücke wirklich die Daumen, dass das was wird. Das tue ich auch. Wir müssen jetzt aber eine Wochenreview machen. Müssen wir. Für mich ist es diese Woche echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Jo, Olli, also kleine Kinderbumsen geht immer. Das gibt auf jeden Fall 1-2 Bonuspunkte von mir. Und ein dicker alter Mann, der von der Bühne fällt, ist auch witzig. Ja. My Chemical Romance, ich muss es wiederholen, ist auch ein großes Ding. Für mich als Fan ist es was Großes, ja. Okay. Stell dir mal vor, Lanza kommt zurück, wie du dich freuen würdest, ja. Und ich muss. Ich würde mich freuen, wenn Landolf Ladig mal wieder zurückkommt. Absolut. Mein Freund Landolf. Ja, Kreta lädt das ab, IS-Chef tot. Es war so eine Mischung aus vielen kleineren Sachen. Also eigentlich große Sachen, also das Twitter, diese Werbung bannt, ist halt eigentlich eine Riesensache. Ja. Aber sie ist halt nicht so, es ist kein krasses Event, was passiert ist. So. Nee. Aber der Köpper und Jo Olli kriegen von mir extra Punkte. Ich glaube, ich wäre so bei einer 7. Ja, ich bin ja bei einer 6 tatsächlich, ja. Machen wir 6-5? 6-5, einverstanden. Sind, ja, wie gut wir hier, ey, wie ein Diplomaten. Geschmiertes Stück Kutschdulle. Nach fast einem Jahr, ja, ist es ja, ja. Sind wir einfach eingespielt. Naja, fast ein Jahr. Wir haben die 42. Folge heute. 42 ist doch so eine ganz besondere Richtig. Zahl. Das ist die Folge. Das ist die Hitchhiker-Zahl. Die Folge. Hitchhiker. Ja, dann sind wir halt bei 6,5. Ich habe jetzt auch fast alle aufgeschrieben. Übrigens haben wir die Enden mal angehört bei uns. Und habe die. Ich bin fast fertig. Es dauert immer so ein bisschen. Kannst du eine Tendenz schon sagen? Ich würde halt gerne noch so ein Diagramm machen, wo man dann so eine Welle sieht, so ein Auf und Ab. Aber es gab auf jeden Fall irgendwie zweimal oder dreimal eine 9 oder 9,5. Krass. Da geht schon einiges. Wir sind ja auch nur Menschen, ja? Also manchmal haben wir auch Sachen vielleicht zu krass bewertet oder auch zu wenig bewertet. Doch, ich finde, wir machen das gut. Ja. Lass uns mal nicht runterreden, wir machen das richtig geil. Deswegen haben wir auch so tolle Zuschauer und Zuhörer, die uns auch bezahlen. Also, ihr könnt uns kaufen, LeserInnen, ihr könnt uns kaufen. Brennpunkt Hörerwunsch. Wie gesagt, am Mittwoch kommt die nächste Folge. Wir haben noch 2 offen. Eins davon ist China, Schiele, Schiller. Und das andere war... China schielt nach Chile. Bei dem anderen ging es um Eigentum. Wir haben... Mieten, ne? Ja. Ja, alles mögliche, was bei Eigentum. Und auch ihr könnt uns buchen für eine Stunde. Reden wir über ein Thema eurer Wahl. Gebt uns einfach Geld. Für eine 20-Euro Spende. Spende, ja. Es ist eine Donation. Und Grüße gehen raus an die alle, die das machen. Greywolf zum Beispiel hat wieder gemacht. Sehr nett. Guter Kerl. Ja. Gut. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime. Von dem hört man auch nicht mehr so viel, ne? Ich glaube, wir haben den so ein bisschen abgelöst. Der erfährt ja auch viel Kritik.
Ich glaube, der hat das Zepter an uns übergeben, ja, quasi. Er ist einfach irrelevant geworden, weil wir die viel besseren YouTube-News machen. Weil wir machen nicht nur YouTube-News, sondern auch Welt-News. Mit Recht haben wir diesen Sieg errungen gegen Herr Newstime. Ja. Wie heißt denn der wirklich? Thomas Hackner. Was witzig ist, weil er hat eine KN-Schwäche. Er sagt Hackner. Thomas Hackner. Ah, ich kann es gar nicht nachmachen. So Knopf. Kennst du Knopf? Ja, ja. Wenn man nicht Knopf sagen kann. So spricht er. Und dann hat er halt selber so einen Namen, wo ein KN drin vorkommt. Das ist sehr schade. Das ist Ironie. Ja, gut. Bereichsmanipulationsareal. Interessant. Schönes Programm. Leute, die Musik im Hintergrund. Oh, das ist so unangenehm. So, oh, wir platzen das Ohr.